Okay, ich glaube, ich weiß, welche. Wir kriegen gleich ein Lied hier. Wahrscheinlich das Kriegsmusical-Lied. Ich bin mal gespannt, wie sich das anhört, weil nämlich im Soundtrack ist das irgendwie nicht so richtig drin. Da ist nämlich zweimal die englische Version leider drin. Na gut, schauen wir mal. Wenn du Anteile an deiner eigenen Computerspielfirma besitzt, kannst du machen, was du willst. Und ich wollte schon immer ein Musical schreiben. Ich habe das mal in diesem Screen ausprobiert. Dummerweise hat Galef eine furchtbare Singstimme. Darum würde ich euch jetzt gerne zeigen, wie die Songs, die er hier anstimmt, in meinem Kopf geklungen haben. Passt auf. Greift an, folgt mein düsterem Blick. Mein Säbel ist gezückt, der Bart juckt wie verrückt. Greift an, schaut keinesfalls zurück. Da gibt es nichts zu sehen, war auch ein cooles Stück. Greift an, schaut keinesfalls zurück. Da gibt es nichts zu sehen, greift an. Greift an, greift an, schaut keinesfalls zurück. Da gibt es nichts zu sehen, greift an. Ich kam auf allen Vieren durchs feindes Land gekrochen und hing den Stacheldraht verheddert für mehrere Wochen. Im Minenfeld verlor ich dann mein Augenlicht, doch niemals meinen Mut. Ich habe einen Brief für euch, den bitte stellt, denn ich verliere Blut. Wo bleibt er nur? Oh weh, oh mir. Ich wünschte nur, er wäre hier. Selbst wenn er schwer verletzt ist und die Haut am Knochen lappert, er die Schädeldecke abhat und den ganzen Tag nur sappert. Wo bleibt er nur? Mein Seele ist gezückt, der Bart juckt wie verrückt. Bleib dran, schau keinesfalls zurück. Da gibt es nichts zu sehen, war auch ein cooles Stück. Mein Seele ist gezückt, der Bart juckt wie verrückt. Da gibt es nichts zu sehen, war auch ein cooles Stück. Geiles Lied, muss ich sagen. Also das Lied ist definitiv geil. Also ich habe da teilweise so ein bisschen Gitarre mitgespielt, so Luftgitarre halt. Nicht stören. Vollversammlung. Voll von wegen. Voll sinnlos vielleicht. So ohne mich. Oder voll trunken. Weiß man ja nicht. Nix da. Die Tür bleibt zu. Schade. Na ja, gut. Aber wir haben hier einen Sparschwein. Was können wir damit eigentlich machen? Ach
So, ja, jetzt fällt mir gerade ein. Ich habe ja vorhin so heimlich mal ein bisschen nachgelesen. In den Lösungen, also in einem, ja, Walkthrough sozusagen. Ja, wir brauchen, wobei es schon gerade logisch erscheint, wir brauchen ja Kohle unten in der Kanalisation, um das Ding zu kriegen für Goalie. Deswegen geben wir dem werten Herrn einfach mal, hat der zufälligerweise irgendwas dabei zum Kaputtschlagen? Können wir das irgendwo kaputtschlagen? Vielleicht der Hexe geben? Warte mal! Hast du jetzt etwa die 5 Slotty? Oh, bitte! Gib sie mir zurück! Ich weiß nicht. Wie macht doch gleich ein Affe? Keine Ahnung. Wie denn? Na so. Na gut, dann gehen wir mal zum aussätzigen Dorf. Wir brauchen auf jeden Fall da... irgendwie vielleicht irgendwo... Hey, Finger weg! Ich hab die Moneten. Die 5 Slotty? Nein, nein. Ich meinte, ich hab genug, um die Nukleinsäure zu kaufen. Unmöglich. 6 Slotty? Tatsache. Ich dachte nicht, dass es solche Mengen an Geld wirklich gibt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie drankommen. Viel Spaß dabei. Gut, wir haben die Nukleinsäure. Wir können Goalie wieder groß machen. Ich finde das immer noch göttlich. Der Affe, der einfach da die Fässer hinschmeißt und der hupst jedes Mal hoch und dann, ja. Die Szene ist geil. Kohle haben wir leider keine mehr dabei. Na gut, nichts für die tanzende June übrig. Voll schade. Ich glaube aber, die Kurbel könnte man durchaus brauchen. Vielleicht später, keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Hallo, hallo da hinten hin. Was ist denn hier passiert? Wo ist Goal? Die Höhle hat uns ausgespuckt. Goalie ist eggelaufen. Na, wenigstens ist euch nichts passiert. Aber Asti? Bitte wer? Den Namen Asti höre ich zum ersten Mal. Außerdem würde ich mich doch erinnern, wenn da noch ein drittes Balk gewesen wäre. Ich würde sagen, ihr seid vollzählig. Du und na, Dingens hier. Na, nicht weiter wichtig. Viel wichtiger ist ja, wo ist Goal? In den Unheil gelaufen. In den Tunnel da hinten? Ach, dann kann sie ja nicht weit sein. Du bleibst hier bei... Na, hier halt. Nicht Gretchen Leine lassen. Das heißt A-Leine lassen. Mit A. Also wirklich. Goalie! Miets, miets, put, put. Putti, putti, put. Goalie, Schrott sei Dank. Warte, nicht bewegen. Ich komme jetzt da runter und rette dich. Die Frage ist, wie... okay, das hier ist... Ja, okay. Weg zu Goalie. Goal wieder groß machen. Na, geil. Es wird lustig. Naja, gut, aber das wird schon irgendwie passen. Wie ist sie da noch runtergekommen? Wahrscheinlich nicht. Harre aus! Ich rette dich! Was ist eigentlich das da? Kann man eigentlich irgend... Was denkt... Och nee, da gibt's nur mehr Rohre. Na, ja, das wird lustig. Da? Nee, auch nicht. Wo ist das da? So, guck mal da hin. Ja. Keiner da. Ah, da läuft dann immer noch Cowboy Dodo. Huhu, bitte kommen. Nichts auf dieser Frequenz. Schade. Na toll, Minigames. Ich liebe es.
komm mal da lang. Wenn wir da durchgehen, komm mal da lang. Können wir Goal nicht einfach so die Nukleinsäure zuwählen? Erstmal können vor Lachen. Erstmal muss ich zu ihr finden. Wie ist sie da noch runtergekommen? Das ist eine gute Frage. Was passiert, wenn wir da lang gehen? Da kommen wir da oben hin. Dann gehen wir einfach mal da runter. Hallo, da, runter. Da, runter, Rufus. Erstmal können wir sie dann. Ja, halt die Klappe. Moment, halt. Hat der irgendwas zufälligerweise dabei? Keine Zeit für Spaziergänge. Wie sollen wir dann da reinkommen? Ich muss da jetzt rein. Gibt es nicht irgendwas anderes, was du haben willst? Mit der richtigen Perücke könnte ich auch die weibliche Hauptrolle spielen. Wo bleibt er nur? Oh weh, oh mir. Ich wünschte nur, er wäre hier. Selbst wenn er schwer verletzt ist und die Haut am Knochen sabbert. Er die Schädeldecke abhat und den ganzen Tag nur sabbert. Nee, lass mal. Ich muss da jetzt rein. Gibt es nicht irgendwas anderes, was du haben willst? Ich könnte der sterbende Überbringer der kriegsentscheidenden Nachricht sein. Ich kam auf allen Vieren durch das Feindesland gekrochen und hing im Stacheldraht verheddert für mehrere Wochen. Im Minenfeld verlor ich dann mein Augenlicht. Doch niemals meinen Mut. Ich habe einen Brief für euch. Lest bitte schnell, denn ich verliere Blut. Nee, lass mal. Wir brauchen noch irgendeine Raubtrolle für den. Ich muss da jetzt rein. Gibt es nicht irgend... Ich könnte der sterben. Ich kam und im Minen... Keine Zeit für Spaziergänge. Was soll das sein? Mein Ausweis? Verzieh dich. Was soll das sein? Mein... Verzieh dich. VIP-Pass, meint halt. Hey. Was soll das sein? Mein... Verzieh dich. Was soll das sein? Mein VIP-Pass? Verzieh dich. Ja, ist ja gut. Das da... Ich habe es nicht nötig, Beweise zu fälschen. Immerhin stehe ich ja nicht vor Gericht. Ja, was können wir denn hier noch machen? Hier kommen wir auch nicht durch. Also ich würde mal sagen, müssen wir schon... ja, okay. Da kommt man nicht weiter. Hier. Also man kann über den Krieg sagen, was man der Look. Ja, okay. Was war das? Na was schon? Der Organon greift an. Ach du grüne Grütze. Was denn? Der Organon greift an! Echt jetzt? Ja, Mann! Scheiße! Na los, an die Geschütze! Bams! Geil! Was passiert jetzt hier? Was ist das? Die Rebellen greifen uns an! Los, Männer! In Gefechtsstellung! Hallo?
Ich weiß nicht, was wir jetzt hier machen sollten. Also ich habe es jetzt mal geskippt gerade, aber... Genau, das ist die Gelegenheit, stiften zu gehen. Aber erst einmal raus aus diesen Klamotten. Puh, das war wohl die letzte Kiste. Der Warentransporter zum Hochboot kann vorerst ausgeschaltet werden. Und jetzt schaue ich mir etwas Cowboy Dodo an. Also das ist doch noch. Okay. Oppenbot hat dieses Fass hier vergessen. Das liegt wohl daran, dass das Etikett mit dem Bestimmungsort fehlt. Vielleicht können wir da irgendwas. Das ist die oben irgendwo, aber nicht mehr. Ich muss mich. Ja, schon klar. Wir können das Rohr rein. Yeah. Ja, jetzt kann er sich durch schwedische Gardinen umschauen. Ja. Uhu. Hm? War da was? Ist da jemand? Korridor! Hm, wahrscheinlich nur Einbildung. Oh, keiner da. Ja gut, aber das ist ja nicht das Problem. Wir switchen hier einfach mal kurz. Ne, wir brauchen den da. Ja, den da. Und den da. Und jetzt da mal Gulli. Uhu. Hä? Rufus? Was machst du denn da unten? Na was schon? Ich mach die ganze Arbeit. Da lachen ja die Hühner. Ich habe mich durch die halbe OHV gekämpft. Und? Hast du Argus stoppen können? Ist in Arbeit. Und du? Hast du Gold schon wieder groß gekriegt? Kurz davor. Sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Von dir? Träum weiter. Andersrum wird wohl eher ein Schuh draus. Glaub das mal. Jetzt haben wir noch mehr Switch-Möglichkeiten. Also. Wir haben leider nichts da. Der hat leider auch nichts. Können wir das dem da? Es ist gerade so spannend, da möchte ich. Ja, gut, okay. Die Nukleinsäure. Hier und rein kommen wir hier wahrscheinlich ja nicht. Hat der dazu vielleicht irgendwas Nützliches dabei? Na gut, aber der sollte vielleicht erstmal da rein. Nicht stör, voll. Okay, geh mal da rein. Hä? Doc, wie sieht's denn hier aus? Schwarz. Düster schwarz. Wie die Farbe von... ach, egal. Sag mal, hast du getrunken? Lass ihn doch. Toni, dann hast du hier das Kommando. Nicht wirklich. Ja dann. Das bin dann wohl ich. Dad? Ich meine Seagull? Das heißt jetzt General Seagull. Hä? Wie siehst du denn aus? Ich wurde angeschossen und bin ins rostrote Meer gestürzt. Dort hatte sich ein Hai an meinem Bein festgebissen. Zum Glück kam ein Wal und fraß den Hai. Allerdings mich auch. Im Walbauch kämpfte ich so lange mit dem Hai, bis der Wal einen giftigen Riesenkraken verschluckte, den er dann zusammen mit mir und dem Hai mitten im Scherbenmeer auswirkte. Das erklärt, wie du riechst, aber nicht, warum du General bist. Dein Vater hat einen Plan, Rufus. Hör ihn dir an. Im Gegensatz zu allem, was du versucht hast, wird dieser hier funktionieren. Ich platze vor Neugierde. Wir werden Elysium vom Himmel pusten. Und schon langweilig. Ich hab nämlich... Moment. Was wollt ihr? Aber das könnt ihr nicht tun. Doch, das können wir. Doc hat diese Kanone hier konstruiert. Und als Munition hat Tonis Einsatztruppe einen Organon-Planetenkiller ergattern können. Ich meine, das dürft ihr nicht tun. Das gehört sich nicht.
Sie wissen doch nicht einmal, dass wir existieren. Und du willst es ihnen sagen, bevor sie uns in die Luft sprengen? Das war der Plan, ja. Und was, wenn ich fragen darf, machst du dann hier? Das ist kompliziert. Ich bin im Augenblick nicht nur hier, sondern gleichzeitig auch dabei, Goal zu retten. Während ich ebenfalls das letzte Hochboot so lange aufhalte, bis wir an Bord sind. Es stimmt. Er hat sich geklont. Na prima. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Gemein. Ich bin kein Unmensch, Rufus. Du bekommst deine Chance, uns mit deiner Rettungsaktion zu verblüffen. Aber... Oh nein. Es ist gut, Tony. Lass ihn ruhig noch einmal versagen. Wenn das letzte Hochboot ohne Goal ablegt, können wir Elysium immer noch sprengen. Was sagst du, Rufus? Vertraust du dir selbst genug, um meinem Vorschlag zuzustimmen? Ha! Worauf du wetten kannst. Gut. Ja, okay, gut, okay.